Moin Leute und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Da aktuell alle YouTube-Downloader große Probleme haben und extrem langsam sind, habe ich große Probleme, an meinem großen versprochenen Video zu arbeiten. Und naja, deswegen erkläre ich euch heute mal, warum Windows 11 eine absolute Katastrophe ist. Und wie immer wünsche ich euch dabei natürlich viel Spaß. Nur um das direkt klarzustellen, ich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan von Windows 11. Ich mag das Design, ich mag auch die neuen Animationen und ich mochte Updates eigentlich schon immer. Egal, ob das damals die PS Vita war oder heute eben Windows 11, ich mochte schon immer die Idee, dass meine Hardware durch ein meist kostenloses Update einfach so besser wird. Also zumindest, wenn das Update gut ist, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Diese Idee fand ich schon immer so, ja, keine Ahnung, dass ich das ultra cool fand und ich mich eigentlich immer freue, wenn es für irgendwas ein Update gibt. Außer natürlich, man will irgendwas zocken und dann heißt es, nee, Uplay muss erst geupdatet werden. Das ist nervig. Aber so an sich, für Betriebssysteme etc. finde ich es eigentlich immer ziemlich cool, wenn es ein Update gibt. Und so war es auch bei Windows 11. Und besonders da Windows 11 jetzt deutlich mehr auf Touch ausgelegt ist, was man zum Beispiel an den verbesserten Menüs sieht, aber zum Beispiel auch daran, dass der Schnellzugriff jetzt deutlich mehr an den eines Handys erinnert und zum Beispiel auch an der Tatsache, dass der Abstand zwischen Ordnern im Explorer deutlich erhöht wurde, um es halt einfacher zu machen, das Ganze mit dem Touchscreen zu bedienen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, Windows 11 sieht ziemlich perfekt aus für mich und meinen Laptop. Denn ich habe mir letztes Jahr einen Dell Latitude E7450 gekauft. Das ist ein Ultrabook aus dem Jahr 2015, was eben in meinem Fall einen Touchscreen hat. Das ganze Ding ist jetzt nicht unbedingt das Powerhouse, eignet sich aber wirklich, wirklich gut, um daraus einen Hackintosh zu machen, was ich eben machen wollte. Und darauf habe ich jetzt Windows und eben macOS. Was ist in dem Ding verbaut? Wie gesagt, es ist kein krasser PC. Es hat einen Dual-Core-Prozessor, das heißt mit zwei Kernen. Die haben irgendwie 2,5 GHz oder 2,7 GHz, also nicht die Welt, vielleicht auch nur 2,2. Dann haben wir noch eine Grafikkarte in meinem Modell, die für heutige Standards wirklich nicht mehr so gut ist. Und dann haben wir eben noch eine SSD mit 256 GB und 8 GB RAM. Also soweit, so gut. Dazu eben 1080p Touchscreen-Display, habe ich für um die 215 € geschossen. Also ein ziemlich nicer Deal und jetzt vor allen Dingen ein ziemlich nicer Hackintosh. Aber als ich eben gesehen habe, hey, Windows 11 kommt raus, war mir klar, das probiere ich aus. Das möchte ich unbedingt haben für meinen Laptop, denn bessere Touchbedienung unter Windows wäre schon richtig cool. Also habe ich das ganze Ding jetzt ein paar Monate ausprobiert und hatte damit auch erschreckend wenig Probleme. Ich hatte einen Absturz oder sowas ähnliches, aber das lag, glaube ich, daran, dass eben da auch noch macOS drauf installiert ist und da ist sich was gegenseitig ins Gehege gekommen und deswegen ist das Ding abgestürzt. Aber sonst hatte ich, was Bluescreens irgendwie angeht, absolut keine Probleme. Und ich muss auch sagen, dass ich Microsofts Strategie in den letzten Jahren eigentlich ziemlich nice fand. Denn während PlayStation sich häufig gegen Crossplay und Co. gestellt hat, hat Microsoft daran gearbeitet, Xbox und PC immer weiter zusammenzubringen, was man zum Beispiel am Game Pass sieht, den es sowohl auf Xbox als auch auf PC gibt, aber auch daran, dass viele Xbox-Spiele heutzutage eben auch direkt im Microsoft Store oder auch im Epic Store oder direkt auf Steam auch für PC erscheinen, was ich ziemlich cool finde. Und deswegen war ich eigentlich ja mit Microsoft Strategie in den letzten Jahren ziemlich glücklich. Denn persönlich auf mich wirkte es deutlich moderner und frischer als der Approach von PlayStation, der so ziemlich war, hey, kauf dir eine PlayStation oder lass es halt sein. Aber ist auch klar, Microsoft hat es da einfacher, denn ihnen gehört sowohl Xbox als auch Windows. Also ist klar, die beiden zusammenzuführen, ja, das könnte Microsoft schon was bringen. Mir ist auch klar, dass so Dinge wie der Game Pass nicht jedem gefallen und dass es da auch berechtigte Kritik dran gibt. Aber ich wollte halt nur ganz klarstellen, im Prinzip finde ich Windows 11 richtig cool, hat für mich richtig gut funktioniert und Microsofts Strategie in den letzten Jahren fand ich auch ziemlich nice. Denn in meinem Kopf war Microsoft immer frisch, modern und hat immer noch auf fast allem funktioniert. Ich meine, ich habe hier in einem anderen Zimmer einen PC stehen, das ist mein erster eigener PC gewesen von 2012 mit Hardware von 2011 und da läuft Windows 10 drauf, ohne irgendwelche Probleme. Und deswegen hat mich Folgendes richtig hart und erschreckend persönlich abgefuckt und ich finde es, ich kann es nicht anders sagen, eine absolute Frechheit und bodenloser Bullshit, schöne Alliteration an der Stelle, was Microsoft damit Windows 11 abzieht. Denn ja, ich bin der absoluten Meinung, Windows 11 ist eine riesige Katastrophe und Microsoft baut richtig heftig Scheiße. Sogar so weit, dass ich sagen würde, eigentlich
eigentlich will ich sowas nicht mehr unterstützen und würde gerne wechseln, wenn es denn für mich etwas gäbe, was ähnlich gut funktionieren würde wie Windows. Und wie ich dazu kommen wir jetzt. Wenn man sich nämlich die Systemanforderungen von Windows 11 mal anguckt, dann sieht es eigentlich auf den ersten Blick ziemlich gut aus. Man braucht einen Prozessor mit mindestens 1 GHz, easy und mindestens 2 Kernen. Absolut kein Problem für heutige Standards. Ich meine, es läuft auf meinem Laptop von 2015, der hat auch nur 2 Kerne und aber auch mehr als 1 GHz und das war ein Ultrabook, also auch damals schon nicht an der Leistungsfront ganz vorne. Also das sollte wirklich jeder Prozessor heutzutage schaffen. Dazu braucht man noch 64 GB Speicher, auch absolut kein Ding. Ein Display, was mindestens 720p hat, auch kein Problem. Eine Grafikkarte, die DirectX 12 unterstützt, das sollten mittlerweile eigentlich auch alle Grafikkarten tun. Könnte hier und da Probleme geben, ist aber wirklich nicht dramatisch. Gerade für Desktop-PCs müsste man sich vielleicht dann eine etwas aktuellere Grafikkarte kaufen, wenn die jetzt wirklich schon sehr alt ist. Sollte aber auch gehen. Dann braucht man mindestens 4 GB RAM, was echt immer noch ziemlich wenig ist. Und ich denke mal, 8 hat heutzutage wirklich absolut jeder. Und man braucht allerdings auch TPM 2.0. Was ist TPM? TPM bedeutet Trusted Platform Module und das ist prinzipiell ein Modul, was verhindert, dass Windows bootet, wenn irgendwas an den Bootdateien eben verändert wurde. Das heißt, wenn sich zum Beispiel ein Virus irgendwie so tief ins System gegraben hat, dass er in den Bootdateien irgendwo schlummert oder da irgendwas geändert hat, dann wird das System nicht starten. Ist ein eigentlich ziemlich gutes Sicherheitsfeature, zumindest wenn ich das richtig verstanden habe, sagen da viele Forscher, ja, sicherheitstechnisch ist das eine gute Idee. Es gibt aber auch Kritik, denn es wird vermutet oder hier und da gemunkelt, dass sowas wie die NSA zum Beispiel oder die CIA da eben Backdoors eingebaut haben. Und ja, ich kann es mir gut vorstellen. Also da gibt es auch ein bisschen Kritik, aber man muss sagen, viele PCs, die neuer sind als 2015, haben TPM schon integriert. Man muss es vielleicht noch im BIOS aktivieren. Allerdings ist es bei Laptops nicht so leicht, denn wenn die ein TPM-Modul haben, ist es häufig so, dass wenn sie ein bisschen älter sind, es nur TPM 1.0 ist, man braucht aber 2.0. Da ist es nicht so leicht, das zu upgraden, aber naja, irgendwo ist halt einfach die Grenze. Aber beim Desktop-PC ist es übel easy, denn dann kauft man sich einfach so ein TPM-Modul und kann das auf dem Motherboard einfach einbauen und schon läuft der Lachs. So. Soweit erstmal so gut. Ich meine, gut, TPM kann man sich drüber streiten, aber hey, die Anforderungen, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, hey, das ist erschreckend gut. Und ich meine, wie gesagt, mein Laptop von 2015, der erfüllt eigentlich alles. Nur TPM halt nicht, wo ich darauf gehofft habe, dass man da noch irgendwie eine Möglichkeit findet, das zu umgehen. Denn ich habe nur TPM 1.0. So, jetzt wird es aber wirklich lustig. Denn zusätzlich zu diesen minimalen Systemanforderungen hat Microsoft noch diese lustige Liste veröffentlicht. Was ist das für eine Liste? Gute Frage. Das hier ist die Liste von allen Prozessoren, die offiziell für Windows 11 geeignet sind. Wenn euer Prozessor nicht auf dieser Liste steht, könnt ihr Windows 11 auch nicht installieren. Ja, das habt ihr richtig gehört. Wenn ihr euch ein bisschen mit Prozessoren auskennt, dann könntet ihr das Problem jetzt schon sehen. Denn auf der AMD-Seite braucht man einen Prozessor, der mindestens aus der Zen 2 Generation sein muss und bei Intel braucht man einen Prozessor der mindestens 8. Generation. Wenn man das jetzt mal googelt, findet man raus, dass die 8. Generation von Intel-Prozessoren im dritten Quartal 2017 rausgekommen ist, während AMD Zen 2 Prozessoren tatsächlich im Juli 2019 rausgekommen sind. Das heißt, wenn ihr einen Intel-Prozessor habt, der von vor dem dritten Quartal 2017 ist, beziehungsweise einen AMD-Prozessor, der von vor Juli 2019 ist, dann könnt ihr Windows 11 nicht installieren. Und ja, I fucking kid you not, dann könnt ihr Windows 11 nicht installieren. Obwohl die minimalen Systemanforderungen klar sagen, ihr braucht nur einen Prozessor mit 1 GHz und mindestens 2 Kernen, was sogar mein wirklich nicht mehr State of the Art, nicht wirklich nicht Powerhouse Laptop von 2015 erfüllt. Obwohl das der Fall ist, sagt Microsoft, ey, wenn ihr nicht mindestens diese Prozessoren habt, von 2017 bzw. 2019, ja, dann könnt ihr es halt nicht installieren. Ist mir doch scheißegal. So. Aber, man muss dazu sagen, so ganz stimmt das nicht.
Denn nachdem es diesen riesigen Shitstorm gab, hat Microsoft gesagt, okay, wenn ihr keinen unterstützten Prozessor habt, dann könnt ihr Windows 11 immer noch installieren, aber halt nicht über Windows Update, sondern nur manuell mit dem USB-Stick. Soweit, so gut. Und alle waren so, na okay, das ist okay. Aber dann kriegt ihr auch keine Updates. Wow, und das ist der Punkt, wo ich mir denke, Microsoft, was zur Hölle macht ihr da eigentlich? Ich meine, Millionen Nutzer gegen sich aufzubringen, weil noch richtig viele Menschen Prozessoren von vor dem dritten Quartal 2017 beziehungsweise von vor Juli 2019 haben werden. Ich meine, gerade bei Gaming-PCs ist es wirklich, wirklich nicht unwahrscheinlich, dass man das hat. Das ist die eine Sache. Dann hat man als Microsoft ein Problem, weil man dumme Scheiße gemacht hat und es Millionen Menschen gibt, die meiner Meinung nach berechtigterweise sehr sauer sind. Wenn man dann aber sagt, ja okay, ihr könnt es installieren, aber ihr kriegt da keine Sicherheitsupdates mehr, dann hat man nicht nur einen riesigen Shitstorm an der Backe, sondern auch noch potenziell Zehntausende oder Hunderttausende Nutzer, weil man geht ja davon aus, dass sie sich damit ein bisschen auskennen müssen, deswegen sind es nicht Millionen, aber vielleicht ein paar Hunderttausend Nutzer, die dann Windows 11 installieren, aber keine Sicherheitsupdates mehr kriegen. Das heißt, man hat ein paar Hunderttausend Nutzer, die ein riesiges Sicherheitsrisiko darstellen. Weil ohne Sicherheitsupdates kriegt man halt keine Patches für Sicherheitslücken, die es absolut mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geben wird. Das heißt, ihr habt dann halt einen Computer, der dann technically Windows 11 hat, aber den ernsthaft zu benutzen, ist keine wirklich gute Idee. Zumindest nicht, wenn ihr damit irgendwie, keine Ahnung, Online-Banking oder sowas machen wollt, was ich jetzt schon für relativ wahrscheinlich halte. Ja, ich will mein Konto schon ab und an mal sehen. Ich meine, muss ich ja, ne? So, aber die interessanteste Frage, die ist ja noch auf dem Tisch. Warum macht Microsoft das? Was ist die offizielle Erklärung für so einen immensen Haufen an Bullshit? Die offizielle Erklärung ist, dass man getestet hat, wie das denn aussieht mit den und den Prozessoren und Windows 11, wie viele Abstürze gibt es. Dabei ist angeblich rausgekommen, dass mit den offiziell unterstützten Prozessoren es in 99,8% der Fälle keine Bluescreens gibt. Was ziemlich gut ist, weil das heißt, dass Windows 11 ziemlich stabil läuft. Das heißt aber, in 0,2% der Fälle gibt es trotzdem noch Bluescreens. Weiter sagt Microsoft jetzt, aber mit den unsupporteten, also den ununterstützten Prozessoren, gab es 50% mehr Bluescreens. Vorher gab es in 0,2% der Fälle Bluescreens. Das heißt, man hätte jetzt nicht mehr 99,8% Bluescreen-freie Zeit, nein, sondern 99,7%. Und an dem Punkt denke ich mir wirklich, Microsoft, wen versucht ihr zu verarschen? Und auch, wenn das jetzt vielleicht so nicht ganz stimmt und die Zahlen vielleicht in echt ein bisschen anders sind. Ich persönlich, ich habe auf meinem 5 Jahre alten, über 5 Jahre alt, wir sind mittlerweile im Jahr 2021, auf meinem über 5 Jahre alten, 6 Jahre alten Laptop, Windows 11, genutzt. Über Monate. Und es war absolut kein Problem. Ich hatte keinen einzigen Absturz, nur das eine Mal, aber das hatte was mit dem Hackintosh zu tun, nicht mit Windows 11. Es läuft absolut wahnsinnig nice. Es läuft nicht schlechter als Windows 10. Es ist für mich mit Touchscreen viel, viel besser nutzbar als Windows 10. Ich mag die Animationen viel lieber. Ich mag die Möglichkeit, die es bald geben soll, Android-Apps zu nutzen. Ich finde es richtig, richtig cool. Und wie gesagt, für Touchscreen-Geräte ist Windows 11 meiner persönlichen Meinung nach das viel, 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 viel bessere Betriebssystem und es sieht auch noch schöner aus. Ich möchte Windows 11 nutzen. Und ich hab's auch noch drauf, weil ich bin ja Windows Insider und da konnte ich das installieren, obwohl mein PC in Anführungsstrichen die minimalen Systemanforderungen nicht unterstützt. Jetzt kriege ich aber aktuell, sofern ich das gecheckt habe, keine Updates mehr. Das heißt, ich bin jetzt genau in der Situation, die ich gerade erwähnt habe. Ich habe jetzt einen Laptop, auf dem Windows 11 technisch läuft, aber Sicherheitsupdates kriege ich nicht mehr. Damit ist es für mich unnutzbar. Und das heißt, obwohl ich monatelang Windows 11 auf meinem 6 Jahre alten Laptop benutzt habe, werde ich trotzdem zurückgehen müssen zu Windows 10. Cool. Und das mag jetzt sich im ersten Moment nicht so dramatisch anhören, weil ich meine, ja cool, dann gehe ich halt zurück zu Windows 10, aber Windows 10 ist noch bis 2025 offiziell supported. Das heißt, bis dahin gibt es Sicherheitsupdates. Und naja, danach, alle, die halt einen Prozessor immer noch nutzen, der Windows 11 nicht unterstützt, was wahrscheinlich auch dann noch einige sein werden, ja, dann, entweder du wechselst halt zu Linux oder du kaufst dir einen neuen Computer. Ist jetzt auch die Möglichkeit, entweder du nutzt Windows 10, nutzt Linux oder du kaufst dir halt einen neuen Computer oder einen neuen Prozessor. Und das ist ja aktuell bei der absolut krassen Hardware-Situation absolut gar kein Problem, ne? Ich meine, wissen wir ja. Eine Grafikkarte kriege ich auch easy.
Und das ist absoluter Bullshit. Dieses Video ist viel länger geworden, als ich eigentlich vorhatte. Aber ich finde es absolut traurig und erbärmlich, was Microsoft da macht. Und viele haben unter den tausenden Videos zu diesem Thema schon gesagt, es ist fast so, als würde Microsoft darum bitten, dass wir zu Linux wechseln. Und ich habe sogar im Verlauf dieser Geschichte ein paar Linux-Distros ausprobiert und eine war sogar so nice, dass ich eigentlich wechseln wollte. Die hatte sogar AirDrop, was besser war als das legitime Apple AirDrop. Das war einfach insane. Das Problem war nur, dass mein Schnittprogramm auf Linux nicht so gut funktioniert hat. Und ja, viele werden jetzt auch sagen, ey, aber mit Linux, wie sieht das mit Gaming aus? Noch gibt es da ein paar Probleme. Aber das Steam Deck, worüber ich im letzten Video hier geredet habe, hier verlinkt, das hat auch Linux und das wird Linux wahrscheinlich einen großen Dienst erweisen, was den Spielesupport angeht. Das heißt, bald wird es einfacher, auf Linux zu spielen als jemals zuvor. Und das ist der Punkt, an dem ich persönlich dann wirklich sage, so eine Scheiße, die Microsoft da abzieht, Millionen Geräte absichtlich obsolet zu machen und einfach veralten zu lassen, einfach damit die Leute wieder rausgehen und sich neue Computer kaufen, weil Microsoft verdient mit den Privatanwendern, die updaten, kaum Geld, aber die großen Hersteller, die Fertig-PCs und Laptops verkaufen, die zahlen halt den vollen Preis für Windows 11 an Microsoft. Das heißt, für Microsoft lohnt sich das richtig hart, einfach die PCs veralten zu lassen, sodass sich viele Leute einen neuen Laptop, einen neuen Computer, was auch immer kaufen müssen. Und naja, den kaufen sie dann zum Beispiel von Dell und Dell zahlt halt für die Windows 11 Lizenz an wen? An Microsoft. Und das heißt, Microsoft hat Stand jetzt das Kunststück geschafft, von einem der besten supporteten Betriebssysteme, was die Länge des Supports angeht, zu einem der absolut schlechtesten und der traurigsten Moves der Technikgeschichte zu wechseln. Gratulation, Microsoft. Ich bin ultra abgefuckt, ich bin persönlich enttäuscht, weil ich den Kurs von Microsoft richtig cool fand und ich, ja, kann nur sagen, sobald Linux noch ein bisschen besser wird und auch DaVinci Resolve auf fast allen Distros gut läuft, bin ich weg. Weil das kann und will ich nicht unterstützen. Es ist einfach kompletter Bullshit, Microsoft. Und ich weiß, niemand von Microsoft wird das sehen, aber hey, ich wollte mal meine Wut irgendwo rauslassen. Es ist einfach traurig. Wir leben in einer Zeit, wo jeder über Umweltschutz irgendwie diskutiert und sagt, hey, wir müssen die Umwelt schützen. Und selbst Apple könnte dazu gezwungen werden, USB-C zu nutzen, auch wenn sie wahrscheinlich vorher ein komplett portloses iPhone bauen. Und in den USA und in Europa gibt es jetzt Right to Repair, was immer weitergeht. Also das gibt es noch nicht, aber wir sind auf dem Weg, wo Ersatzteile angeboten werden müssen, wo Hersteller mindestens 5 Jahre Updates liefern müssen. Und in dieser Zeit kommt Microsoft raus und sagt, ey, wenn du einen Prozessor hast von AMD, der ein bisschen älter ist als 2 Jahre, ja, scheißegal, kannst halt so ein neues Betriebssystem nicht nutzen. Kauf dir einen neuen Prozessor oder einen neuen Computer. Am besten kauf dir einen neuen Computer, dann machen wir nämlich Geld. Das ist Bullshit. Das ist kompletter Bullshit und ich bin absolut enttäuscht. My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ich hoffe, dass die Community es irgendwie schafft, diese komplett bescheuerten Restriktionen zu umgehen und dass es wirklich Menschen, die deutlich schlauer sind als ich, irgendwie schaffen, Microsoft auszutricksen, sodass man doch ganz einfach updaten kann, beziehungsweise sodass man doch Sicherheitsupdates auf diesen unsupporteten Geräten bekommen kann. Weil dann würde ich Windows 11 wirklich gerne nutzen. Aber das, was Microsoft so gemacht hat, ist kompletter Bullshit. Ich werde weiter ausprobieren, wie Windows 11 auf meinem Laptop läuft. Vielleicht auch meinen großen Rechner updaten, denn der ist tatsächlich kompatibel. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, dass Menschen Mittel und Wege finden, dagegen vorzugehen und das irgendwie zu untergraben. Denn das, was Microsoft hier abzieht, ist kompletter Bullshit. Und ich finde, sie haben es absolut verdient, dass jeder erfährt, dass das riesiger Bullshit ist und entgegen allem, was irgendwie mit Umweltschutz oder Kundenfreundlichkeit oder Longtime-Support oder sonst irgendwas zu tun hat, ich kann es nicht anders sagen, es kotzt mich an. Wahrscheinlich merkt man sich, dieses Video ist wahrscheinlich 20 Minuten lang geworden, obwohl es eigentlich 10 Minuten lang sein sollte. Und es kotzt mich an und ich bin wirklich enttäuscht, weil ich Microsoft bis jetzt echt als halbwegs vernünftige Firma irgendwie wahrgenommen habe und das ist einfach, es ist ein Schlag ins Gesicht. Windows war immer das Betriebssystem, was auch absichtlich so groß war, die Installationsdateien, weil es richtig viele Treiber hatte, damit es auf so viel Hardware wie möglich läuft, damit es auch auf alten Systemen noch läuft. Und jetzt dreht Microsoft sich um und sagt, hey, ja, wenn du halt eine AMD-CPU hast, die älter ist als 2 Jahre,
Uns doch scheißegal. Kauf dir eine neue oder kauf dir einen neuen Computer. Und das ist, das darf nicht sein. Und das gehört nicht mehr in dieses Jahrhundert. Nicht in eine Zeit, wo Umweltschutz gerade so wichtig ist und wo so viele Leute meines Erachtens mit vollem Recht für das Right to Repair aufstehen. In sowas gehört sowas einfach nicht rein. Und da gehört sowas absolut verurteilt. Und genau das tue ich. Microsoft, ihr habt richtig Scheiße gebaut. Und bitte, bitte ändert das. Ja. Und wahrscheinlich werden sie das nicht tun. Weil ich meine, warum sollten sie? Sie machen Geld. Es ist immer so. Sie machen Geld. Solange sie Geld machen, werden sie nichts tun. Also, bitte Leute, die sich damit auskennen, findet einen Weg, das zu umgehen. Findet einen Weg, Windows-Updates zu bekommen, obwohl man einen nicht unterstützten Prozessor hat. Denn es läuft. Ich habe es gesehen. Es läuft auf meinem Laptop. Es läuft übel, übel gut. Und ich fühle mich einfach nur vollkommen verarscht. Ich habe es monatelang genutzt und jetzt heißt es, nö, es funktioniert ja auf deinem Rechner nicht richtig. Guess what, Microsoft? Doch, doch, das tut es. Also, ihr merkt schon, ich werde sauer. Bevor ich jetzt hier noch weiter rente, hoffe ich, euch hat das Video halbwegs gefallen. Wenn dem so ist, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Meine Gedanken sind, denke ich, relativ klar geworden. In dem Sinne, switcht ihr auch bald zu Linux? Nutzt ihr vielleicht einen Mac? Oder was denkt ihr zu Windows 11? Könnt ihr updaten? Wollt ihr updaten? Zu all dem wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Umfragen auf meinem Instagram-Account geben. Also, wenn ihr möchtet, folgt mir gerne auf Instagram. Und ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Haltet euch an die Corona-Regeln, bleibt gesund. Und habt noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Bis dahin, macht es gut. Ciao.